Der Rhein-Ruhr-Express, kurz RRX. Eine Kurzdokumentation von Nahverkehr NRW. Viel Spaß! Das aktuelle Streckennetz: Regionalexpress 1RRX, Aachen Hauptbahnhof über Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund nach Hamm Hauptbahnhof. Regionalexpress 4RRX, Aachen Hauptbahnhof über Herzogenrath, Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf, Wuppertal, Hagen nach Dortmund Hauptbahnhof. Regionalexpress 5RRX, Wesel über Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn nach Koblenz Hauptbahnhof. Regionalexpress 6RRX, Minden über Bielefeld, Hamm, Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln nach Köln-Bonn Flughafen. Regionalexpress 11RRX, Düsseldorf über Duisburg, Essen, Dortmund, Hamm, Paderborn nach Kassel. So soll der RRX ab 2030 fahren. 2030, so der Plan, soll der Ausbau der RRX-Strecke abgeschlossen sein. Dann soll auf den 120 Zugkilometern zwischen Köln und Dortmund durchgehend alle 15 Minuten ein schneller Regionalexpress fahren. Stammstrecke ist die Achse Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund. Die geplanten Linien: RRX 1, Aachen, Düsseldorf, Dortmund. RRX 2, Aachen, Dortmund, Kassel. RRX 3, Köln-Bonn Flughafen, Neuss, Gelsenkirchen, Münster. RRX 4, Koblenz, Hamm, Westfalen, Bielefeld. RRX 5, Düsseldorf, Oberhausen, Wesel. RRX 6, Koblenz, Bielefeld, Minden. RRX 7, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Osnabrück. Zu den Fahrzeugen: Der Siemens DeSiro HC DBBR 462 wird seit 2017 im Siemenswerk in Krefeld gebaut und in Dortmund für 30 Jahre gewartet. Die Fahrzeuge haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und ist mit dem Zugsicherungssystem PZB ausgerüstet. Das Fahrzeug ist 4 Wagen lang, wovon 2 Doppelstockwagen sind. Er hat funkdurchlässige Scheiben, Klimaanlage, Steckdosen und WLAN. Und eine Sitzplatzkapazität von 400 Sitzplätzen, Einzeltraktion. Der Rhein-Ruhr-Express wird derzeit komplett von National-Express betrieben.
Derzeitige Probleme. Es gibt derzeit auch Probleme beim RRX, die auch zu Verspätungen führen. Grund ist hierfür sind, wie bereits bekannt, das massiv überlastete Streckennetz. Und teilweise geplante Zugführungen über die S-Bahn-Gleise wie zum Beispiel zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Düsseldorf Flughafen. Ein weiteres Problem, meine Meinung, ist, dass die Fahrzeuge des RRX keine Ausrüstung des Zugsicherungssystems LZB besitzen, sondern nur mit PZB ausgestattet sind. Daher würde ich auch eine Ausrüstung des Zugsicherungssystems LZB begrüßen. Außerdem sind die Züge eigentlich immer voll im Ruhrgebiet. Daher schlage ich auch Haltestangen in der Mitte der Türbereiche an der Decke vor. Außerdem würde ich auch sechsteilige Züge des Typs D0HC begrüßen. Wie sie zum Beispiel in Berlin bei der ODEC oder bald auch auf den Franken-Thüringen-Express fahren. Zwischenfazit des RRX. Der RRX ist wie vorhin bereits erwähnt, seit Dezember 2018. Regionalexpress 11, Kassel-Wilhelmshöhe, Düsseldorf, im Vorlaufbetrieb im Einsatz. Und seit Dezember 2020 komplett im Vorlaufbetrieb, bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Einsatz. Das war es mit der Doku. Nun noch ein paar Aufnahmen vom RRX. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch euer Feedback in die Kommentare. Lasst doch ein Abo da, um diesen Kanal zu unterstützen.